Oh, yeah, yeah, look at that. Yeah, yeah, it's quite fabulous. Something. Yeah. Oh, and this is quite an interesting setup, too. Es gibt noch andere Termine. Ich weiß gar nicht, was das für eins ist. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sieht aus, als ob es nur eine halbe Antenne hat. Sieht jetzt witzig aus. I mean, this should be on. Yeah. And then the light should be on. Mm-hmm. There's nothing else. Hey, I've got a Theremin question for you. I just switch it on. And there's two switches on the front to turn on. That's all we need to do. Okay. Well, where's the switch on the back of the... Light. It's beautiful. Should warm up, right? Yeah, we'll need to warm up. Nee, das habe ich zu Hause. Das war das Theremin, was ich ganz am Anfang hatte, womit ich angefangen habe zu spielen. Und sieht zwar so ähnlich aus, aber es klingt schon noch anders. Also das RCA ist, die wurden so 1929 gebaut hier und sind die mit die ältesten Theremine. Also die haben nur so 3 bis 4 Oktaven und ganz alte Elektronik drin und klingen auch ganz anders. Also haben noch einen wärmeren Klang oder ich finde ein bisschen mehr Charakter im Ton. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber so sieht es von innen aus. Aber angelehnt ans Theremin, was mir dann irgendwann meine Lehrerin gesagt hat, nein, du darfst dich nicht anlehnen. Und da hatte ich eine Fußbank, weil ich zu klein war, so hätte ich sonst gespielt. Und dann wurde die Fußbank mit den Jahren dann immer kürzer, bis ich auf dem Boden stehen konnte. Und ich habe mich halt immer angelehnt, weil ich dann nicht so gewackelt habe. Genau. Und jetzt spiele ich ja im Sitzen. Normalerweise.